Also wir haben in Krefeld 28.844 Menschen, die SGB-II-Leistung bekommen, 15.018 Bedarfsgemeinschaften, 4.800 Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, 24,1% der Kinder unter 18 Jahren leben in Bedarfsgemeinschaften, sind also abhängig von Hartz IV. 488 Bedarfsgemeinschaften mit nur einer Person. Wir haben eine Vereinsamung in unserer Gesellschaft. 12.839 bleiben über 4 Jahre davon. Das heißt, dass es in Krefeld äußerst schwierig ist, aus dem Bezug wieder rauszukommen. Egal wie sehr man sich anstrengt, wir können uns ja die Arbeitsmarktlandschaft anschauen. Im großen Logistikbereich. Und das sind nicht die besten Arbeitgeber. Wir haben 5.079 Aufstocker bei 20.000 erwerbsfähigen Leistungsempfängern. Das ist ein Viertel. 1.892 Geringverdiener, die in den 400-Euro-Jobs, 450-Euro-Jobs hängen. Wie man Hilfen anders einsetzt, das ist natürlich einmal der zweite Arbeitsmarkt, wo auch jetzt die ersten Jobs eingerichtet werden. Aber man muss vielleicht auch mal über andere Dinge nachdenken. Einfach über andere Wohnformen, andere Hilfeformen. Bei uns zählt die Leistung. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Das heißt auch, dass wir uns Kunst und Künstler eigentlich überhaupt nicht mehr leisten. Und das gebe ich auch noch zum Nachdenken.